Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Thema Frottage. Also, wir reiben mit einem Bleistift oder Buntstift auf einem Papier über Oberflächen und bekommen dann interessante Strukturen. Und aus diesen Strukturen wollen wir dann versuchen, ein kleines Bild zu zeichnen. Es geht jetzt um den zweiten Teil, wie man diese Oberflächen frottiert. Ist super einfach, haben die meisten ja auch schon gemacht und ausprobiert. Ich will nur noch mal ganz kurz einen Blick werfen hier auf so ein Sammelsurium von Dingen, die ich gefunden habe, die man so benutzen kann. Ihr habt wahrscheinlich noch bessere Sachen auf Lager. Also alles, was man im Haushalt so findet, Dinge, die sozusagen menschgemacht sind, sozusagen künstliche Strukturen, aber eben auch schön sind immer organische Strukturen, Holzoberflächen. Wir haben hier Sachen, die ich irgendwie gesammelt habe, mehr oder weniger in der Natur oder gefunden habe. Auch so ein frisches Blatt funktioniert. Ansonsten sind getrocknete Blätter immer ganz gut, weil sie ein bisschen härter sind und mehr Widerstand geben. Das hier ergab eine ganz interessante Struktur. Nicht so einfach, weil es ist nicht flach. Da muss man so ein bisschen dann gucken, dass man das Blatt nicht kaputt macht. Und dann ergibt sich im Prinzip so eine kleine Sammlung von Frottagen, wie wir sagen. Die kann man erstmal so sammeln, um auszuprobieren, was einem gefällt, was interessant ist. Man kann das Ganze mit einem Buntstift machen. Hier sehen wir zum Beispiel Blattstrukturen. Das war, ja, das war glaube ich auch ein Blatt, so ein Blattgerippe. Das hier war zum Beispiel dieses Teil. Also manchmal verändern sich die Sachen auf eine ganz interessante Weise und auf eine überraschende Weise. Das waren verschiedene Teile. Keramik war das hier. Das war eine kleine Muschel. Die habe ich dann später noch ein bisschen sogar sofort ausgezeichnet. Hier mal als Beispiel für irgendwie was Ungewöhnliches. Da habe ich einfach mal so ein altes Pommes-Teil versucht zu frottieren und dann die Pommes gleich dazu gemacht. Die habe ich natürlich nicht frottiert, die habe ich dann da reingezeichnet. Hier ein erster Versuch, wo ich, das ist ein, so ein Essensset genommen habe. Und, nee, stimmt gar nicht, das war glaube ich die Reibe. Ja. Da habe ich sozusagen dieses kleine Tierchen gemalt, ein Fantasietier eigentlich, irgendeine Mischung aus Nashorn, irgendeinem Insekt und ich weiß nicht genau, und habe dann sozusagen in diese Flächen reinfrottiert. Also ich habe vorher schon gewusst, was es wird. Ich wollte euch heute aber so ein bisschen den umgekehrten Vorgang gleich nochmal zeigen. Hier seht ihr zum Beispiel, sehr dankbar war diese Kelle hier, diese Schöpfkelle oder ja, diese Siebkelle. Da ist dieser kleine Käfer dann daraus entstanden. Diese Linien stammen zum Beispiel von diesem Eierschneider, ja. Hier, das war glaube ich, das Essensset. Ja, also das hier war eine Holzunterlage. Hier seht ihr so ein bisschen Struktur, ja, also man kann das wunderbar vorher so ein bisschen festlegen. Hier habe ich jetzt die ersten Beispiele von so kleinen Zusammenstellungen, wo sich beim Frottieren eine Form ergeben hat. Ja, also hier zum Beispiel ist dieser kleine Vogel entstanden, einfach nur aus der Form dieser Frottage, und da habe ich dann den kleinen Schnabel dran gezeichnet und im Handumdrehen, ne, war dieser Vogel entstanden. Das könnte man jetzt noch weiter ausarbeiten. Ihr seht hier zum Beispiel dieses Teil, da habe ich auch schon ein paar Akzente gesetzt, das werde ich gleich nochmal zeigen. Hier ist die Feder. So, und das sind jetzt so ein bisschen wild zusammengestellt. Hier ist auch wieder ein Vogel entstanden. Den könnte man jetzt auszeichnen. Ich habe sozusagen in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, das könnte ein Vogel werden, in diese Richtung weiter frottiert, sage ich mal. Und dann so eine Art, ja, das könnte hier, das könnten irgendwelche organischen Teile, es könnte ein Baum sein oder eine Blume. Ne? Es muss auch nicht immer so reell sein. Max Ernst, der das Ganze betrieben hat mit der Frottage, der hat oft surrealistische, also sozusagen nicht wirklich realistische Bilder gemacht, also sehr fantasievolle Gestalten und Formen entwickelt. Ich habe jetzt hier einfach mal so drei Beispiele, ne, und sowas könnt ihr auch machen, indem man erstmal verschiedene Blätter macht, dann sucht man sich im Prinzip das aus, wozu man eine Idee hat oder was einen irgendwie anspricht, wo man sagt, okay, da will ich jetzt was draus machen. Und ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ein Detail, und nicht das ganze Bild, sondern nur ein Detail hier. Das hier war dieses Holzstück. Es hat sich so ein bisschen abgebildet, dieses,
Na, dieses Astloch oder diese Astlochstruktur, das ist das Astloch und darum gibt es diese wunderschöne Struktur, die mich an ein Auge erinnert. Deswegen werde ich aus diesem Ding jetzt mal, da werde ich jetzt irgendwie versuchen, ein Auge reinzubasteln und zu gucken, wie das Ganze sich dann einfügt in das Bild mit dem Vogel. Ich nehme jetzt mal rüber. Das heißt, ich kann erstmal. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu viel verschmiere. Weil das ist so ein bisschen das Problem. Alles ist so ein bisschen voller Bleistift. Das heißt, ich verschmiere ganz leicht die ganze Sache. Deswegen lege ich hier mal ein Blatt Papier drunter und schaue jetzt, wo könnte dieses Auge langlaufen. Lege erstmal vielleicht so eine Linie fest. Und das muss auch kein realistisches Auge sein. Ja? Ich habe immer wieder die Strukturen, den ich nachgeben kann. Jetzt mache ich auch mal hier irgendwie was drumherum. Mal nehme ich die Strukturen so, wie sie sind und betone die nur. Mal mache ich meine eigene Struktur. Hier entscheide ich mich jetzt zum Beispiel, meine gerade Linie zu machen, auch wenn die gar nicht da ist. Einfach so. So. Und jetzt hangle ich mich so ein bisschen hier entlang. Jetzt werde ich einfach mal hier so eine kleine Iris einzeichnen. Und hier lappt trotzdem was drüber. Also ich spiele mit den Formen, die da sind, wenn ihr so wollt. Ich kann hier jetzt mit Bleistift die Sachen verstärken, indem ich sozusagen Schatten einbaue. Ich kann natürlich auch vorsichtig radieren. Man muss wirklich sehr gut aufpassen, weil das verschmiert natürlich. Ich versuche es jetzt mal, ob ich ein bisschen was wegbekomme von dem, ohne dass alles total verschmiert. Also sehr vorsichtig. Und wenn alles verschmiert, wäre es wirklich sehr schade. Aber das ist jetzt etwas, was mir gerade noch so gefällt. So, und schon schält sich das Auge raus. Also wenn ich nur reinzeichne, wird alles sehr dunkel. Also ab und zu muss man auch ein bisschen was wegradieren. So, und jetzt kann ich hier nochmal entlang gehen. So, jetzt brauchen wir noch die Pupille, hier lassen wir das kleine Licht stehen. Wir haben ja auch immer so ein Licht im Auge. Man kann auch gerne mal nach einer Vorlage, wenn man sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie man so ein Auge zeichnet, holt euch eine Vorlage, wenn ihr eine Idee habt oder zu einem Vogel, dann schaut nach. Es gibt, ne, Bildermaterial überall. Ich muss auch gar nicht viel machen. Ich werde jetzt so ein bisschen, weil die Strukturen sind jetzt sind eine wunderbare Grundlage, um da jetzt Dinge reinzuzeichnen. Und es soll ja auch ein bisschen fantastisch werden und ein bisschen übernatürlich, sag ich mal. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ihr keine Vorlagen habt oder euch jetzt, ne, wenn es nicht hyperrealistisch wird, sondern es soll ein bisschen auch eure Fantasie sein. So, und jetzt versuche ich hier noch ein bisschen Schatten reinzulegen, damit das Ganze so aussieht, als käme das aus, als würde dieses Auge aus dem Holz so ein bisschen rausgucken. Jetzt kann man hier noch solche Äderchen reinmachen oder sowas. Wichtig sozusagen, dass man immer Flächen gegeneinander abhebt, indem man so leichte Schatten setzt. Jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen was machen, ein bisschen was betonen. So. Ich betone jetzt im Prinzip jetzt nur noch die Sachen, die da sind, die Strukturen, die uns unsere Frottage schon gegeben hat. Wichtig ist, dass man nicht alles natürlich jetzt zuzeichnen, sondern immer wieder versucht, den Kontrast von der ganzen Sache zu erhöhen, weil sonst gibt es einfach nur einen grauen Brei von Struktur. Deswegen muss man ganz gezielt auch dann Stellen hell lassen, damit das Ganze wirkt. Und an anderen Stellen kräftig aufdrücken. Ist jetzt hier eine sehr dunkle Ecke von dem Auge geworden. Aber wie gesagt, es soll ja auch Holzauge, genau. Das Ganze nennen wir dann Holzauge, sei wachsam. So, jetzt könnt ihr noch hier ein bisschen 3D-mäßig so eine Kante anbringen, einfach so.
so als zusätzliches Element. Das wäre jetzt zum Beispiel ein so ein Element. Jetzt könnte man sehen, was man mit dem Vogel noch macht. Ich schaue immer nach den Strukturen, die da sind und verstärke die einfach nur. Jetzt kann ich hier noch mal schauen. Hier seht ihr, da sehe ich Linien, nehme die einfach nur und verstärke die. Sehen wir diese Kreise. Das kombiniere ich dann mit meinen eigenen Schraffuren, die ich mir vorstelle, was irgendwie ganz gut dazu aussehen würde. So, gehen wir jetzt noch Füße. Da würde mir jetzt eine ordentliche Vorlage fehlen. Lass die mal so ein bisschen im Unklaren. Wo machen wir noch einen Akzent bei dem Vogel? Hier ist jetzt so ein weißes Loch. Das ist jetzt nicht wirklich cool. Machen das noch ein bisschen zu. Kriegen wir hier noch ein bisschen Struktur rein. Hier waren mal so, das war mal irgendwie dieses Sieb, glaube ich, dieses Abtropfsieb. Das kann ich auch noch mal hervorheben. So, letzte Maßnahme. Also man kann das jetzt, ne, ihr seht, aus den Strukturen sind jetzt wirklich Formen, wiedererkennbare Formen entstanden. Aber es kann auch ein bisschen abstrakter zugehen. Also ich würde zum Beispiel jetzt hier mir jetzt nicht unbedingt was überlegen, was jetzt so wahnsinnig realistisch ist. Dieser Art von, als wäre das der Stiel zu dem Auge, Auge am Stiel sozusagen. Dann mache ich das einfach relativ gerade. Jetzt, das war hier schon angedeutet von der Struktur, dass es hier sozusagen zwei Seiten gibt. Und jetzt entscheide ich mich, dass ich eine Seite ein bisschen schattiere. Die Schraffur gefällt mir besser, also nehme ich hier, lege ich hier einen Schatten drauf. Ich sage, das ist dann eh nicht so schlimm. Der ist oben ein bisschen stärker und ein bisschen schwächer. Hier betone ich nochmal, damit der Unterschied zwischen dem Ober- und Leber, da mache ich nochmal ein bisschen Schatten nach oben. So. So kann man das jetzt im Prinzip weiter ausgestalten. Man bekommt irgendwie im Handumdrehen so eine skurrile kleine Szene, wie auch immer ihr sie gestaltet. Ob ihr daraus ein Fantasiewesen macht oder eine kleine Landschaft oder eine Kombination wie hier aus Elementen, die eigentlich so nicht zusammengehören. Überlasst es eurer Fantasie. So, jetzt ein kleiner Zeitsprung. Ich habe mittlerweile auch die anderen Elemente ausgearbeitet. Ich ziehe mal langsam hoch, dass wir erstmal das Gesamtbild sehen. So. Also, ich habe nicht besonders viel hinzugefügt, sondern in erster Linie Sachen ausgearbeitet. Was ich komplett neu gemacht habe, ist hier noch eine Frottage, quasi so ein Himmel angedeutet hier oben, wie so eine, nochmal ein Brett drunter gelegt, ein Stück Holz und wie so einen schrägen Himmel eingezogen. Dann seht ihr hier in der, was mal eine Fliegenklatsche war, die Sonne ist ein bisschen, hat Schattierung bekommen. Der Vogel ist weiter ausgearbeitet worden. Dann habe ich doch nochmal ein
Tierbuch zu Rate gezogen und mir nochmal angeguckt, wie dieses Gelenk von so einem Vogelfuß ist. Es ist immer noch Fantasie, aber jetzt so ein bisschen mehr orientiert an der Wirklichkeit. Hier unter dem Vogel ist ein Schatten auf dieser Struktur entstanden. Und in diesem Bereich habe ich sozusagen versucht, vorn und hinten durch Licht und Schatten zu kreieren. Immer die Strukturen, die ich vorgefunden habe, kombiniert mit dem, was mir gerade so einfiel. Hier sehen wir nochmal die Fliegenklatsche. Und da das nicht vollständig war, habe ich das dann auch zum Anlass genommen, wie so abgebrochene Stücke daraus zu machen. Das Einzige, was komplett künstlich hinzugefügt wurde, also abgesehen von der Frottage, sind diese Wirbel. Die waren so ein bisschen oder haben die Funktion, die beiden Teile, den Himmel mit dem Geschehen unten auf dem Boden so ein bisschen zu verbinden. Das gibt dem Ganzen auch so ein bisschen was Dramatisches. Da habe ich im Prinzip einfach nur wie so Kringel gezeichnet und die dann aber auch so ein bisschen ausgearbeitet mit Licht und Schatten. So, dass das Ganze jetzt eine kleine surrealistische Szene geworden ist. Also, euch viel Spaß bei euren Ausarbeitungen und tschüss!